Deutschland. Ja, und vor kaum einer anderen Diagnose fürchten die Menschen sich so sehr wie vor der eines bösartigen Tumors oder vor Krebs im Allgemeinen, denn nach landläufiger Meinung gibt es kein Wundermittel und keinen hundertprozentigen Schutz vor Krebs. Ganz herzlich willkommen zu diesem Interview zum Thema Krebs natürlich heilen mit Ihnen, mit Dr. Probst. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Pfaffer, für die Einladung. Gerne. Ja, jetzt haben wir gerade schon das Thema angesprochen. Krebs natürlich heilen. Ja, für einige sicherlich etwas provokativ. Aber erstmal würde ich ganz gerne auf Sie eingehen. Sie sind ja Naturheilarzt, Physiker. Ich habe auf Ihrer Webseite geguckt, da stehen ein paar mehr schöne Begriffe. Vitalcoach, Sachbuchautor auf jeden Fall, Referent. Und das Spannende ist, Sie haben über 40 Jahre Erfahrung in natürlicher Behandlung schwerer chronischer Krankheiten. Und damit eignen sich ganz perfekt für dieses spannende Thema heute, auf das ich mich sehr freue. Ja, wie gesagt, Krebs natürlich heilen. Wie sehen Sie das? Also wenn ich mal die WHO angucke, die geht davon aus, dass 30% der Krebsfälle in den westlichen Ländern auf ungünstige Ernährung zurückgehen und ja, auf Bewegungsgewohnheiten zurückzuführen sind und somit gut vermeidbar wären. Unser Kölner Express titelte zu diesem Thema Essen gegen den Krebs, 17 gesunde Lebensmittel. Also es scheint inzwischen auch im Mainstream angekommen zu sein hier, dass Essen, also Ernährung, jetzt bin ich kurz verschwunden, und Krebs zusammenhängt. Aber wie gesagt, die WHO schreibt, 30% der Krebsfälle sind darauf zurückzuführen. Wie sehen Sie das? Absolut richtig. Also ist diese bekannte Studie, die schon vor Jahren gemacht wurde von der WHO. Also alle 5 Jahre haben die dann so ein dickes Buch mit etwa 500 Seiten veröffentlicht, DIN A4, mit Tausenden von Studien, die belegen, dass tatsächlich mindestens 30%, manche Epidemiologen gehen sogar bis zu 80% der Krebsfälle sind direkt auf eine verfehlte Ernährung zurückzuführen. Das ist halt einfach so. Ja. Und das ist das, was ich auch beobachten konnte. Also ich war ja damals vor 35 Jahren mit Helmut Wandmarker und Franz Konz gemeinsam der Begründer der Rohkost in Deutschland und in Europa, kann man sagen. Mhm. Ich hatte dann jahrelang auch eine kleine Privatklinik, in der ich, das war die erste Rohkostklinik in Deutschland, man kann sagen, ohne Übertreibung eigentlich sagen, reihenweise Krebspatienten kamen da eben zur Behandlung und dann gesund geworden sind. Kann man nun sagen, ich habe die gesund gemacht? Nein, ich gebe den Menschen nur weiter die ewigen Prinzipien, wie Gesundheit funktioniert. Aber es gibt ja den berühmten Spruch, nicht? Gott lässt genesen und der Arzt holt die Spesen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das war dieses bekannte Wellness-Energiezentrum in Süddeutschland. Das haben Sie betrieben, ja? Das habe ich gegründet und dann auch betrieben. Und das war ganz spannend. Das war eigentlich ein Wellnesszentrum. Und dann hat eines Tages angerufen aus Amerika ein Pastor, ein Fernsehprediger, ein evangelikaler Fernsehprediger, ja, dessen Frau hatte Brustkrebs bekommen. Und dann schrie er halt zu Gott, ach Jesus und Jesus hin und her. Und dann hat der im Gebet eine Reihe von Zahlen gesehen. Mhm. 0049, also Deutschland, ja, 8332, und zufällig war ich dann am Telefon. Ach. Und da haben wir uns dann verabredet und dann kam er mit seiner Frau und natürlich die Frau wurde gesund. Natürlich hört sich gut an. Also. Ja. Und dann natürlich hat er das dann eben im Internet über seinen Fernsehsender da in Amerika gegeben. Und da kam bis aus Australien, kamen dann die Krebspatienten. Da war natürlich Schluss mit Wellnesszentrum. Es war dann praktisch nur noch eine Krebsklinik. Und da habe ich wirklich, also man kann sagen, wenn die Leute mitmachen und nach den Prinzipien, die es halt nun einfach mal erforscht sind, vor allem, also was ist denn Krebs was anderes als eine chronische Entzündung? Also ja, das ist natürlich erstmal eine Frage, die ich Ihnen auch stelle, weil Sie kennen sich ja offensichtlich sehr gut damit aus. Was ist Krebs aus Ihrer Sicht überhaupt? Es gibt viele Fragen, ja, die Sie stellen können, aber fangen wir mit der doch einfach mal an. Ja. Ja, natürlich, das ist doch ganz einfach. Also hier ist Gesundheit, ja, also hier werden wir geboren und dann leben wir vor uns hin und irgendwann sterben wir, oder? Und genauso ist es. In der Regel ist es so, ja. Alles hat so eine Entwicklung, einen Entwicklungscharakter. Und das ist ja eben das Geheimnis. Also die Leute in Unwissenheit, wie es in der Bibel so schön heißt, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis, nicht in
beim Propheten Hosea, Kapitel 4, Vers 6. Sie kennen sich ja aus. Ja. Und da ist es halt eben so, die Leute wissen nicht, was erzeugt Entzündungen. Und da gibt es ja nun, das muss man vielleicht jetzt sagen, den Ansel Keys, das ist ein amerikanischer Epidemiologe, der im Jahre 1964 eine gefälschte Studie veröffentlicht hat. Also es ist so gewesen, vielleicht darf man das ganz kurz mal sagen. Also Sie wissen ja, wir müssen ja Energie, jede Zelle muss Energie produzieren, also müssen wir uns ernähren. Also wenn wir uns das hier vorstellen, jede Zelle braucht Energie. Die Zelle interessiert sich nur für eins, ich will Energie. Also müssen wir uns ernähren, entweder mit Eiweißen, Kohlenhydraten oder Fetten. Das sind die drei großen Nährstoffgruppen. Und über Jahrtausende hinweg hat die Menschheit von Fetten gelebt. Also Speckschwarte, Butter, Öle. Ja. Und dann kam dieser, das war eigentlich ein Geheimagent der Zuckerindustrie, dieser Ansel Keys, A-N-C-E-L. Und der Nachname Keys, K-E, also E wie Emil, Y-S. Keys, Ansel Keys. Und der war ein Geheimagent der Zuckerindustrie. Und der hat eben vor über 60 Jahren eine gefälschte Studie, die sogenannte Sieben-Länder-Studie, veröffentlicht. Und da kam raus, je mehr in einem Land Fette verzehrt werden, umso mehr angeblich Herzinfarkte. Und ja, genau. Die Studie war A bis Z eben gefälscht. Aber natürlich, die amerikanische Regierung ist dann blitzartig auf diese gefälschte Studie eingesprungen. Und hat dann, ach übrigens gleich Schleichwerbung, nicht? Das ja, ist genau. Gehen wir am Schluss noch auf ein, auf Ihr Buch, ja. Ja. Und hat dann die Ernährungspyramide, die übrigens heute noch so gilt, gell? Ja. Jetzt hier unten als Basis sind jetzt die Kohlenhydrate, nicht Brot und Kartoffel und Reis und all diese Dinge. Und die Fette wurden satanisiert, die sind jetzt hier oben, also Maiden, ganz gefährlich, ganz giftig. Und damit hat der Untergang eigentlich, der hat 50.000 Dollar bekommen, übrigens, da muss man mal ausnahmsweise den Spiegel und im Fokus ein großes Kompliment aussprechen. Denn die Amerikaner, die haben diesen sogenannten Freedom of Information Act. Also nach 50 Jahren muss die gesamte Korrespondenz offengelegt werden, was damals wirklich gelaufen ist. Dieser Dreckskerl, anders kann man das nicht bezeichnen, der hat von der Zuckerindustrie 50.000 Dollar bekommen, natürlich an Forschungsgeldern. Heutige Kaufkraft vielleicht 500.000 Dollar. Aber für 500.000 Dollar hat dieser Kerl die ganze Menschheit verraten. Denn seitdem, natürlich, weil die amerikanische Regierung auch für die Studie angesprungen ist, obwohl es massive Kritik gab damals bereits, und hat gesagt, halt, die bösen Fette müssen wir meiden. Ab sofort müssen wir Kohlenhydrate essen. Ja. Aber die Kohlenhydrate, die haben ein großes Problem. Also die werden ja abgebaut zum Zucker, zu dem Einfachzucker, also Glucose. Aber die Glucose kann nicht aufgenommen werden in der Zelle. Die ist undurchlässig für Glucose. Es sei denn, dass der Körper Insulin absondert. Insulin öffnet die Zellwand. Die Glucose kann einströmen, kann verstoffwechselt werden. Und Halleluja, dann bekommen wir die Energie. Aber, und das wissen wir auch schon seit 50 Jahren, Insulin ist eine ganz gefährliche Kiste. Warum aber Insulin gefährlich ist, das wissen wir erst seit wenigen Jahren. Und zwar, das ist dieses berühmte Molekül, ein Signalmolekül, das mTOR. Bitte im Internet genau nachgucken. Das ist dieses Mammalian, hier unten kann man es vielleicht lesen, Mammalian Target of Rapamycin. Mhm. Und da ist es nun wie folgt. Hier haben wir also das Insulin. Wo haben wir denn das hier? Hier haben wir Insulin. Insulin aktiviert dieses Molekül und es gibt Entzündungen, Entzündungen. Oh, also wir haben Entzündungen. Okay. In dem Moment, wenn wir Kohlenhydrate essen, da brauchen wir keine Sekunde uns zu unterhalten. Haben Sie Entzündungen? Punkt, aus, Schluss. Erklärt auch den Anstieg der weißen Blutkörperchen wahrscheinlich. Nach einer, alle diese Dinge. Und natürlich, wo gehobelt wird, fallen Späne. Nicht, wenn ein Feuerchen da ist, dann bleibt Asche übrig, oder? Und ja, die genau. Asche die wird jetzt im Gewebe eingelagert. Hier haben wir die Blutgefäße, hier den arteriellen Teil, da den venösen Teil. Und das sind jetzt diese Ascheeinlagerungen. Und das ist dieses auch wieder weltberühmte Bild, das seit 70 Jahren bekannt ist, was ich Ihnen jetzt zeige. Nämlich, das ist dieses wunderbare Bild von dem Anatomen Pischinger. Pischinger, dieses Bild. Ach ja, da hinten, hinter mir. Ja, habe ich genau, das ist das, was Sie hinter Ihnen haben, genau. Ja. Genau, also dieses Bild, wir können das mal vielleicht gleich daran angucken. Das ist wirklich, und das müsste man in der Medizin, ich hatte neulich, ich hatte ja hier Vorträge dauernd in Bolivien,
Ja, das sind Sie. Da war eine junge Kollegin, 28 Jahre jung, und die habe ich gefragt, lernt ihr das jetzt? Die lernen das immer noch nicht. Also hier haben wir die Blutgefäße. Und Sie wissen, also hier oben haben wir die Gewebe. Alle Gewebe bestehen aus Zellen, unzählige Zellen, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, was auch immer. Die sich zusammenrotten und bilden das entsprechende Organ. Und jede Zelle ist ein Lebewesen. Jede Zelle muss Energie produzieren. Und deswegen brauchen wir unter anderem Sauerstoff. Dasselbe, was im Motor passiert. Da haben wir Benzin und dann kommt Sauerstoff und dann gibt es eine Reaktion und dann knallt es und dann haben wir Energie. Das ist ein ewiges Prinzip. Das gilt in der Natur überall, auch bei uns im Körper. Also müssen wir die Nährstoffe jetzt zu den Zellen hinbekommen. Und auch das wieder, das hat also dieser Pischinger schon vor über 70 Jahren bewiesen. Es gibt Lehrstühle in Kanada, in Deutschland, in China, in Japan, die das bestätigt haben. Die machen nichts anderes als dieses hier vorhandene Zwischengewebe, das Zwischenzellgewebe, dass wir so eine schöne, weiche, mollige, elastische Struktur haben. Also das Bindegewebe, ja? Dieses Bindegewebe, genau, dieses Interstitium. Und das ist eben diese schwammartige Struktur, jetzt wird spannend, also die Kapillaren, also die feinsten Verzweigungen der Blutgefäße, die gehen nicht direkt bis hierhin zu den Zellen. Sondern hier haben wir vielleicht ein Hundertstel Millimeter Abstand oder zwei oder drei Hundertstel Millimeter. Der Sauerstoff muss hier raus aus der Kapillare und muss jetzt frei hindurch diffundieren durch dieses Bindegewebe, durch diese schwammartige Struktur, bis er hier hinkommt. Und wenn jetzt diese Asche, von der wir ja eben gesprochen haben, die wird nämlich hier eingelagert, dann wird natürlich der Sauerstofftransport, die Diffusion des Sauerstoffs behindert. Mit der Folge, und das wissen wir seit mindestens 80 Jahren, die einzige Krankheit, die es überhaupt gibt, ist Sauerstoffmangel hier in diesem Gewebe. Alles andere können Sie vergessen. Wenn die Leute Schmerzen haben, das sind ja so die Leitsymptome, wir haben heute keine Schmerzen, jetzt bin ich 40, jetzt muss ich mein Zipperlein haben. Ja. Müdigkeit, Allergien, das ist alles ein Zeichen dafür, dass die Sauerstoffversorgung auf zellulärer Ebene gestört ist. Also das ist einfach mal eine Tatsache. So, und jetzt diese Verschlackung, die fällt ja nicht einfach so vom Himmel, jetzt heute bin ich gesund und morgens habe ich Krebs. Nein, das läuft über Jahre hinweg. Viele Kinder haben schon Allergien. Ja. Erstes dafür, vielleicht darf ich das gleich hier erzählen, da oben sehen Sie dieses, das ist ein weißes Blutkörperchen, ein Leukozyt. Das sind so die Polizeibeamten des Körpers. Die patrouillieren hier dauernd rum und versuchen verzweifelt, diese Asche da, diese Ablagerungen durch die entzündungsfördernde Diät, eben diese Überbleibsel, wegzufressen. Warum? Damit eben nicht so viel Schmutz da ist. Und im Laufe der Zeit kommt es zu einer Immunerschöpfung. Mhm. Und das ist dann der Punkt ohne Wiederkehr, wo dann eben, natürlich, auch hier oben, es gibt Abschätzungen, schon kleine Kinder, im Mutterleib sogar. Da gibt es Hunderte, manche Experten gehen sogar davon aus, Tausende von Krebszellennestern, die sich da laufend bilden. Mhm. Aber das macht gar nichts aus. Die weißen Blutkörperchen, die patrouillieren hier überall rum, erkennen an der Oberfläche, an der Zelloberfläche gibt es solche Marker. Das ist übrigens ein hochspannendes neues Gebiet, was auch in der Schulmedizin völlig ausgeblendet wird, die sogenannte Glykobiologie. Schauen Sie mal im Internet nach. Glykis, auf Griechisch heißt süß. Glykobiologie bedeutet also die Moleküle der Süßigkeit. Ich habe das hier auch abgebildet. Also an der Oberfläche, da sind dann solche mehrere Zuckermoleküle und die in ihrer Gesamtheit geben dann Informationen für diese weißen Blutkörperchen, für diese Polizeibeamten. Bin ich eine gesunde Zelle oder bin ich eine krebsig entartete Zelle? Ja. Ein eigenes Forschungsgebiet, eigene Spezialisten, die es darüber gibt, eine eigene wissenschaftliche Zeitung, ein hochspannendes Gebiet, ja? So, jetzt kommen also die weißen Blutkörperchen, entdecken hier eine Krebszelle, die wird sofort umarmt, wird entsorgt und das wiederholt sich permanent. Jeder von uns hat laufend Krebs, das ist nicht das Problem. Und nicht nur so ein bisschen Krebs, wir haben eben diesen sogenannten Haustierkrebs. Es gibt da Unterschied zwischen Haustierkrebs und Raubtierkrebs. Also Haustierkrebs, das ist das, was jedes Kind hat, das ist kein Problem. Halleluja, mein Immunsystem kümmert sich darum, brauche ich mich gar nicht zu kümmern. Und zwar in hundertfacher, vielleicht sogar in tausendfacher Ausfertigung in jedem menschlichen Körper. So, jetzt ist die große Frage.
Kann ich das Gleichgewicht aufrechterhalten, dass nicht zu viel Schmutz hier ist, der immer mehr behindert die Sauerstoffdiffusion von den Blutgefäßen zu den Geweben? Denn wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann kommt es in eine chronische Unterversorgung mit Sauerstoff. Und das ist dann das, was Sie als Krebs erscheinen. Nebenbei bemerkt, dass Sie mal sehen, also ich kriege ja immer nur einen heiligen Zorn. Dieses Bild, also das ist jetzt hier ein bisschen schwer zu verstehen. In der gesunden Zelle, da gibt es die sogenannte Atmungskette, da wird dann Energie produziert und zwar recht viel Energie, 38 Mol ATP. Also ATP, das sind diese Energiemoleküle, die dann wirklich für das Funktionieren des Menschen verantwortlich sind. In der Krebszelle, die kann das nicht mehr, weil kein Sauerstoff da ist. Wenn kein Sauerstoff mehr da ist, dann muss die Zelle auf Gärung, auf Vergärung umschalten. Und jetzt überlegen Sie mal, dieses Bild, das stammt aus dem Jahre 1931. Dafür hat der deutsche Arzt Otto Warburg im Jahre 1931 den Nobelpreis bekommen. Genau, zusammen mit Max Planck. Genau, ja, genau dasselbe. Und jetzt, ich habe nach diesem Prinzip gearbeitet und es gibt auch in Amerika noch 2, 3 Kliniken, die nach diesem Prinzip arbeiten. Damit kriegen Sie jeden Krebs weg. Den müssen Sie nur Zucker wegnehmen. Zucker meiden in jeder Form, alle Kohlenhydrate in jeder Form meiden. Und Sie kriegen automatisch einen gesunden Körper. Ja, das war das, wo Otto Warburg, der von Ihnen angesprochen wurde, zusammen mit Max Planck den Nobelpreis der Medizin erhalten haben für den Beweis, dass Krebs nicht in einem basischen sauerstoffreichen Milieu existieren kann. Absolut, absolut, absolut. Ja, das ist genau sehr, das wäre sozusagen die Antwort auf die Frage, was ist Krebs? Krebs ist eine Zelle, die an Sauerstoffmangel letztlich leidet. Und anfängt. Ja, aber der Sauerstoff ist die Folge, die Störung des Körpermilieus. Sie haben es auf der Horizontalen, haben wir den pH-Wert, also von 0 bis 7, das ist eben Säure. Von 7 bis 14, das ist alkalisch oder basisch, das ist der eine Parameter. Und der zweite, das ist ja das, was ich wieder entdecken durfte. Uraltes Wissen übrigens, also ich habe es nur wieder entdeckt, alles ist schon mal gesagt und gedacht worden. Hier auf der Ordinate, das ist das sogenannte Redoxpotential, also die Zahl der Elektronen. Wir brauchen einen Überschuss, also hier unten haben wir einen Überschuss an Elektronen, da oben haben wir den Mangel an Elektronen, das, was umgangssprachlich als oxidativer Stress bezeichnet wird. Und hier dieses grüne Feld, reduktiv basisch, da müssen wir sein. Nur da kann Gesundheit überhaupt entstehen. Und das ist das, dafür hat er den Nobelpreis bekommen. Und jetzt frage ich Sie, was ist denn das für eine Medizin, die behauptet, Krebs sei unheilbar? Natürlich, ich habe selber gesehen, die 40 Jahre. Krebs ist heilbar. Wir müssen die Menschen nur in diesen reduktiv-basischen Bereich, in diesen Bereich müssen wir den Menschen hinschieben. Aber ja, hier, ich kann das mal hier, da habe ich auch noch so einen Banner. Das ist eines fundamentalen Banner. Gell? Also wir müssen hier Elektronenüberschuss erzeugen. Das machen wir mit Schwefel, mit dem elementaren Schwefel, also nicht mit dem organischen, mit diesem MSM, Methylsulfonylmethan. Das geht nur mit dem anorganischen Schwefel. Und mit dem Natriumbicarbonat, ein uraltes Heilmittel, auch in Deutschland, fragen Sie Ihre Großmutter. Ja, das war das Heilmittel für alles und jedes. Warum? Das Natriumbicarbonat puffert diese hier vorhandene Säure, nicht von 0 bis 7, das ist Säure, puffert die Säure und verändert das Körpermilieu so, dass wir hier in diesen basischen Bereich kommen. Ja. Da müssen wir hinkommen. Und wenn wir da sind, ein Krebspatienten, müssen wir nur dahin boxieren. Und es gibt übrigens fantastische Beispiele, nicht? Wir sind ja alle internetsüchtig und telefonsüchtig und so weiter. Ja, Informationsjunkies. Ja, dann gucken Sie doch mal was Vernünftiges an. Mir fällt gerade ein ganz nettes junges Mädchen mit 30, die ist eine Versicherungsmaklerin, die Käthe Golücke in Köln, ich darf das sagen, weil die das ja sogar öffentlich auf ihrer Homepage veröffentlicht. Und zwar unter dem Internetadresse Help to Me, glaube ich. Also auf Englisch helfen, Help, H-E-L-P. Mhm. Dann kommt eine 2, also einfach, was die Amerikaner dauernd machen. Und dann kommt me, also hilf mir, Hilfe für mich. Help to me, .de oder com, müssen Sie mal gucken. Käthe Golücke. Also die hatte Krebs als junges Mädchen, 30 Jahre, gell, Chemotherapie. Sie hat die ganzen Fotos da drin und man sieht da eine lebende Leiche halt einfach. Also die war tot. Und natürlich das Übliche, ist ja auch die Schweinereien. Die Leute kriegen Chemotherapie, dann kriegen sie immer gesagt, widrigerweise, wieder besseres Wissen, ja, jetzt sind sie gesund
Und dann ein halbes Jahr, ein Jahr später kommt natürlich das Rezidiv, das ist allgemein bekannt. Und dann ziehen diese Burschen, anders kann ich die gar nicht mehr bezeichnen, diese sogenannten Onkologen, dann ziehen die ein langes Gesicht. Aber haben Sie Pech gehabt, ausgerechnet Sie? Nein, jeden trifft es, weil das ist doch logisch. Ich meine, ihr habt Krebszellen, die werde ich durch die Chemotherapie, mache ich die kaputt, oder Strahlentherapie mache ich kaputt. Und natürlich mache ich in gleicher Weise das Immunsystem noch viel, viel mehr kaputt. Wie kann das funktionieren? Das ist eigentlich, schäme ich mich manchmal, ein Mensch zu sein, wie wir verscheißert werden. Das ist eine Beleidigung der Intelligenz eines jeden noch normalen Menschen eigentlich. Was ja. Das ist unglaublich. Ja, okay. Also das haben Sie erstmal sehr, sehr, sehr schön gesagt. Manch einen mag es jetzt treffen, dem anderen mag es euch die Augen öffnen, wie auch immer. Aber wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, was ist Krebs? Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was man auch tun kann. Was meine Frage jetzt ist, gilt das für alle Krebsarten oder gibt es da eine Unterscheidung? Weil wenn ich zum Arzt gehe mit einer Diagnose Krebs, wird er geguckt, ist er gutartig, ist er bösartig. Bei diesen Krebs mit der Krebsarten gibt es gute Behandlungserfolge oder nicht so, der ist ganz drastisch und so weiter. Der ist fortgeschritten. Gilt das für jeden in jedem Stadium oder wie muss ich da unterscheiden? Ja, das ist ja das Geniale, was Sie jetzt ansprechen. Das hat Kollat, das war ein Arzt, der vor 100 Jahren gelebt hat, der auch schon so gearbeitet und gedacht hat, und man kann ja gar nicht anders denken, wenn man richtig denken möchte. Der hat so schön gesagt, der Niedergang der Medizin hat damit begonnen, dass sich vor jedes Loch des Menschen ein Spezialist gesetzt hat. Nicht? Wir haben den Ophthalmologen und den Otologen und den Gnatologen hier und dann haben wir den Proktologen, also den Arschlochologen da. Dann haben wir den Vaginologen, also die heißt natürlich dann Gynäkologen oder so, aber Sie verstehen schon. Diese Atomisierung, auch was Sie jetzt eben sagten, ja, dann, das sind die unterschiedlichen Stadieneinteilungen, Grading, Staging und all diese Sachen. Das sind alles Blendgranaten, um uns die Verantwortung aus der Hand zu nehmen. Und da wird's spannend. Vielleicht haben Sie auch schon, oder jeder von unseren Zuschauern hat ja in der eigenen Verwandtschaft schon sowas erlebt, dass wir da Krebspatienten haben. Ja, und wenn Sie mit den Krebspatienten reden, das ist hochspannend. Also mich berührt das innerlich. Ja, je älter ich werde, umso mehr Zorn erzeugt das in mir. Die kommen immer, irgendwann kommt dann der Satz in etwa, Herr Doktor, das verstehe ich gar nicht, nie bin ich krank gewesen, jetzt habe ich Krebs. Wenn ich bei jedem Wehwehchen, zum Beispiel Fieber, schon bei den kleinen Kindern fängt das an, Fieber, mit jedem Grad Temperatursteigerung, da verdoppeln sich die Immunkräfte. Das Fieber zu senken ist ein Verbrechen, Nummer eins. Zweitens einmal, gerade bei, also können Sie immer darauf zurückverfolgen, da kommt ein Satz, der lautet in etwa, nie bin ich krank gewesen und jetzt habe ich Krebs. Warum? Der hat schon meistens in frühester Kindheit, mit jedem Käse hat er sein Immunsystem ausgedrückt und dann sagt der Körper, ja, immer wenn ich jetzt halt die Waffe in die Hand nehme, jetzt möchte ich mich mal verteidigen, möchte mal den Schweinestall hier sauber bekommen, da wird mir die Waffe aus der Hand geschlagen und dann kann ich es gleich bleiben lassen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, die Krebspatienten haben immer Appetitlosigkeit. Und was machen dann die Doktors? Die kommen dann, also diese sogenannten Onkologen, die kommen dann und sagen, oh, das ist eine konsumierende Erkrankung, Sie müssen besonders viel essen. Auf die Art habe ich jetzt vor einigen Jahren, vor zwei Jahren, meinen eigenen Schwiegersohn verloren. Meine Tochter hatte also hier einen Boliviano geheiratet, einen Unternehmer, und der hatte dann halt eben Krebs. Und man hat das nicht mal mit seiner Frau besprochen, der Blödmann. Und dann hat er ein halbes Jahr eben dann nur Fleisch gegessen. Früh, Mittag, Abend, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Was wir vorhin besprochen haben von der WHO, diese dicke Buch. Ich habe es hier, ich habe es leider vergessen, das herzunehmen. Muss ich mir auch nicht aufstehen, aber hochspannend. Und zwar gibt es inzwischen sogar in Deutsch, ich habe es noch in Englisch, es gibt es ja auch in Spanisch nebenbei bemerkt und auch in deutscher Sprache inzwischen. Nutrition and Cancer, a global perspective, also Ernährung und Krebs, eine globale Perspektive. Ja. Gibt es meines Wissens auch in Deutsch. Also, ist ja auch logisch. Ich meine, wenn Sie jetzt tierische Produkte zu sich nehmen, dann verschmutzen die Gewebe. Sie kennen vielleicht die siebente Tagesadventisten. Ja. Es gibt ja Millionen, das sind die Leute, die dann, die haben ja eine private Prophetin. Glaubst du, dass sie einen Sonntag haben? Ja, Alan, genau, Samstag, Sonntag. Und die haben eine private Prophetin, Alan G. White. Ja, so White, genau geht also, es jetzt nicht, ja. Und die hat eben dann mehrere Bücher geschrieben, dass Jesus mit ihr gesprochen hat und man soll kein Fleisch essen. Ob das stimmt oder nicht, ist egal. Aber es gibt Millionen von diesen Siebente-Tages-Adventisten in Amerika. Die einen befolgen diese Weisungen ihrer Prophetin, die anderen nicht. Also die einen sind vegetarisch,
Die anderen essen halt noch Fleisch. Ja. Aber ansonsten kann man beide Gruppen, weil die sehr schön homogen sind, wunderbar miteinander vergleichen. Und da gibt es unzählige Studien. Diejenigen, die kein Fleisch, Wurst, Fisch, keine tierischen Produkte mehr zu sich nehmen, haben eine Lebenserwartung von 13 Jahren mehr als die anderen. Ach. Hochspannend. 13 Jahre. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel rauchen, dann verkürzen Sie statistisch gesehen Ihre Lebenserwartung um 7 Jahre. Hier fast das Doppelte haben Sie Lebenserwartung vergrößert. Also durch den Konsum von Fleisch. Weil alles andere ist ja gleich. Die einen gehen nicht tanzen, die anderen gehen auch nicht tanzen. Und dann macht man die sogenannten Matched Pairs. Das ist eine Methode. Da werden halt entsprechende Klassen auch genommen. Zum Beispiel diese Familie, die hat 5 Kinder, die hat auch 5 Kinder oder nur ein Kind oder auch nur ein Kind. Also man kann alle anderen Variablen wunderbar ausblenden. Vor allem, weil es dieselbe Glaubensgruppe ist. Also es ist halt einfach so. Und also diese Sauerei ist ja eben klar, verstehen Sie, wenn Sie dem jetzt sagen, Sie müssen viel Fleisch essen, dann verschmutzen die Gewebe unheimlich und da können Sie machen, was Sie wollen. Chemotherapie, das bringt alles nichts. Sondern an dem Sauerstoffmangel gehen die Leute letztendlich zugrunde. Der Sauerstoffmangel ist also dasjenige, wo Sie sagen, es ist zumindest ein zentraler Punkt. Denn wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Richtung gehen, was kann ich denn jetzt tun, um diesen Effekt zu erreichen, in dieses grüne Feld, was Sie hinter sich dorthin haben, hinzukommen? Sie haben ja ein 4-Säulen-Gesundheitskonzept entwickelt und da geht es einmal um die Ernährungsumstellung, es geht um eine Darmsanierung, es geht um Detox, also das Ausleiten dieser gesundheitsschädlichen Substanz und dieser Asche, die Sie angesprochen haben. Und der 4. Punkt ist die Spiritualität. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Punkt, den wir noch gar nicht gesprochen haben. Vielleicht können wir diese Punkte mal kurz ansprechen, um zu sagen, so als Überblick, wie komme ich da am besten hin in dieses grüne Feld? Was kann ich tun, wenn ich Krebs habe, um am besten da rauszukommen aus der Situation? Absolut. Also vielleicht darf ich dann nochmal ganz kurz auf diese Ketogolyke zurückkommen. Und es gibt also viele, viele ähnliche Zeugnisse. Also man sieht die dann, wie die dann tot ist nach der Chemotherapie. Und dann ist sie halt auf den Trichter gekommen. Das steht ja auch in der Heiligen Schrift, gerade im 1. Buch Mose, Kapitel 1, nicht? Wir sollten eigentlich von lebendiger Nahrung leben. Was ist lebendige Nahrung? Alles, was eben oberhalb der Erde wächst oder unterhalb der Erde wächst, aber was natürlich gewachsen ist, nicht diese ganze synthetische Quatsch. Wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, da haben Sie 99%. Ja, da wird es schwierig, genau das zu finden, ja. Das wird richtig herausfordernd, ja. Das war für mich ja einer der Gründe, warum ich vor 21, 22 Jahren hierher gekommen bin, nach Südamerika, nach Bolivien. Hier bin ich, also ich bin einer der ganz wenigen Eigenversorger. Ich habe meinen eigenen Garten. Ach, tatsächlich? Ja, also allein das ist ja schon ein Genuss, wenn Sie morgens so Ihre Kinderlein da, und ich, wenn da so der Blumenkohl wächst oder eben, natürlich jetzt momentan haben wir wunderbares Obst, wir haben solche Avocado, die da am Baum halten. Kokosnüsse, ach, da darf ich ein bisschen Schleichwerbung machen. Ich habe auch mehrere Gästebungalows und da kann man auch eben diese Kokoskur, die ja auch anderweitig angeboten wird, und zwar original machen. Direkt von der Hand in den Mund, also ich habe 52 Kokospalmen. Und wir haben auch laufend Gäste aus Deutschland und das ist ganz verblüffend, welchen Heilungserfolg, selbst ältere, und hatten wir jetzt 2 ältere Ehepaare da, die also gesundheitlich schon angeschlagen waren. 3 Wochen später sind die wie neugeboren und jetten wieder nach Europa zurück. Also das ist ganz, ganz verblüffend, was möglich ist durch eine Ernährungsumstellung. Und dann eben, wie gesagt, schauen Sie mal nach, solche Zeugnisse, solche Erfahrungsberichte von lebenden Menschen, die dann eben die Kurve gekratzt haben und selbst da wieder, obwohl Krebs und unheilbar und ganz schreckliche Bilder, kann man da sehen, sind wieder voll regeneriert, rehabilitiert. Also wenn wir über die Ernährungsumstellung sprechen, heißt das also, das, was Sie empfehlen, ist die Umstellung auf Rohkost, zumindest temporär, ja? Zumindest temporär, genau. Da nimmt man aus der Fingerbeere einen Tropfen Blut ab. Das kann man in einem sogenannten Dunkelfeldmikroskop in Gegenwart des Patienten dann befunden. Man kann das den Leuten dann selber zeigen. Der Patient, dem erklärt man das dann. Und dann sieht er selber, dass er die Motivation hat. Verflixt nochmal, ich selber habe das Problem. Ich ersticke an meinem eigenen Dreck. Die ganzen Parasiten, die bringen mich um. Und das ist eine parasitäre Erkrankung natürlich dann auch. Wobei das so ähnlich wie bei Aschenputtel eine zweischneidige Sache ist. Aber das können wir jetzt nicht vertiefen. Mhm. Egal. Auf jeden Fall temporär, das können sein 4, 6, 8 oder 10 oder auch 12 Wochen, müssen die Leute strikt Rohkost nehmen. Und damit kann sich dann eben das Immunsystem regenerieren. Ist ganz erstaunlich. Und da kommt dann auch genau das, was ich vorhin schon kurz andeutete,
die viele Patienten, das ist ja, der menschliche Körper hat eine unglaubliche Regenerationspotenz. Die Krebspatienten haben immer, ohne Ausnahme, diesen Anorexie nennen wir das, das ist also diese Appetitlosigkeit. Wenn die nur an Essen denken, oh, wird mir schon ganz schlecht. Halleluja, ein sehr gutes Zeichen. Das bedeutet, der Körper hat sich noch nicht aufgegeben. Ja. Und dann kommen die ganzen idiotischen Verwandten, und gerade hier in Bolivien ist es ganz schlimm, in jeder Familie gibt es ja mindestens einen Doktor, also einen Arzt, also der weiß, wie man Arzt schreibt, das sind ganz so schön. Ja, und haben aber keine Ahnung und kommen, ja, du wirst ja sterben, wenn du jetzt nicht isst und solche Sachen. Also für mich war das eine Einweihung vor etwa 30 Jahren. Da kam ein ganz prominenter Patient, der hatte eine Pharmafirma nebenbei bemerkt. Und der hatte Krebs, der war relativ jung, um die 40, 45. Und Bauchspeicheldrüsenkrebs, also wirklich eine gefährliche Sache, weil das geht sehr schief und kann meistens schief gehen oder häufig schief gehen. Aber der hat das voll gecheckt. Fasten. Fasten. Und dann hat er gefastet, hat nur Wasser getrunken, natürlich dann auch wieder mit Schwefel und dann mit dem Natron muss man gegenregulieren, dass man in diesen grünen Bereich kommt. Ja. Er war etwa 1,70 Meter groß. Der hat gefastet, bis er nur noch 36 Kilo gewogen hat. Was? Der war dann bettlägerig, der konnte gar nichts mehr machen, aber der hat es verstanden. Und das ist auch, ich würde das fast bezeichnen wollen, wie eine Art Einweihung. Der hat gesagt, lieber sterbe ich, aber ich habe das anständig gemacht, anstatt da jetzt weiter mich da verwalten und vergewalten zu lassen von irgendeinem System. Und dann war er also dann 36, dann waren also die Tumormarker auf Null, alles Halleluja. Und dann ist er gesund gewesen und er hat dann noch mit 50 übrigens noch mal ein Kind gezeugt, hat ein langes, glückliches Leben gehabt bis zum 80. Also ich will nur sagen, das ist das Verblüffende und das Wunderbare. Wenn man das mal überstanden hat, ist die Vergangenheit weg. Also alle Sünden der Vergangenheit sind uns vergeben. Das ist so schön zu sehen. Das ist schon biblisch jetzt. Ja, ja. Ja, können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir auf das Thema Spiritualität gehen. Also in Ernährungsumstellung haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Auch das Dunkelfeld, Mikroskop und dass man es ein bisschen sehen kann, ist ganz spannend. Dann gibt es ja eine weitere Säule, das ist ja eine Darmsanierung. Das ist absolut richtig. Also man kann sagen, das hat ja auch schon wieder alles eigentlich, was wir jetzt reden, hat Hippokrates, also der Begründer der modernen Medizin, der hat ja gelebt, glaube ich, 460 vor Christus bis 370 vor Christus. Der hat das schon gesagt und habe ich auch hier an jeder Straßenecke in meinen Büchern immer wieder zitiert. Darm gesund, Kern gesund, Darm krank, Mensch krank. Und das ist ja auch logisch, wenn wir jetzt diese entzündungsfördernde Ernährung zu uns nehmen. Hier schauen Sie sich mal an, da haben wir also diese Darmzotten. Und wenn man das genau anguckt, da ist da oben eine einlagige Zellschicht, welche das Körperinnere vom Darminneren abtrennt. Also hier haben wir nochmal diese einlagige Zellschicht mikroskopisch dargestellt. Und da sehen Sie, da werden kleine Löcher gebrannt zwischen den Zellen, das ist der sogenannte Leaky Gut oder Sickdarm auf Deutsch. Der löchrige Darm, ja. In diese Exotoxine, also die unverdaute Speise, die geht dann hier hinein in den Körper und ruiniert uns immer mehr das Immunsystem. Das ist eben ganz einfach. Also das ist ja auch das, was eben die alten Griechen, auch der Hippokrates gesagt hat. Wenn der Darm gesund ist, dann ist das Immunsystem gesund. Wenn das Immunsystem gesund ist, dann ist der Mensch gesund. Das ist eine ganz einfache pathogenetische Kette. Also die Wahrheit ist ganz leicht. Jedes Kind kann das verstehen. Und da fragt man sich dann schon, alles, was ich jetzt hier erzähle, können Sie tausendfach im Internet nachgucken. Ja, die Informationen sind alle da, es sind einfach nur zu viele. Genau, ja, aber warum wird das nicht zum Beispiel in den Universitäten den Medizinstudenten geben? Wenn Sie dieses Bild, das sollte jeder von uns im Wohnzimmer hängen haben, anstatt ein Picasso oder sowas. Ja. Wenn Sie das, ich meditiere über dieses Bild über ein halbes Jahrhundert bereits. Und jeden Tag, ich kann Ihnen die ganze Medizin, jede Krankheit kann ich Ihnen anhand dieses Bildes erklären. Jeden Tag, das ist wie ein Mantra, meditieren Sie und kommen Sie tiefer und tiefer in die Geheimnisse der Schöpfung hinein. Und ein Nebeneffekt, der sehr wichtig ist, da kommen wir jetzt in die Spiritualität in der Tat, ist natürlich, dass Sie dann zum ersten Mal die Angst vor dem Krankensein, es gibt keine Krankheit, das ist eine dreckige Lüge, die Sie in uns hineinhypnotisiert haben, dass Sie die Angst vor dem Krankensein verlieren und schließlich dann sogar die Angst vor dem Tode. Hochspannend.
Aber das ist natürlich nicht gewollt, denn dann sind wir ja unabhängig und nicht mehr manipulierbar. Also die Angst vor dem Tod oder die Angst vor der Krankheit wird in uns reingesetzt. Und es gibt ja auch viele Krebs oder Menschen, die sich mit Krebs auseinandersetzen, die sagen, dass gerade dieses Traumata, was in dem Augenblick passiert, wo ich mitgeteilt bekomme, du hast Krebs, du hast noch x Tage, Jahre zu leben, ganz massiver Auslöser ist für Krebs gerade erst oder für weitere Krebse und Metastase und so weiter oder eben auch andere traumatische Erlebnisse, Verlust, Arbeitsplatz, Verlust, Kind, beliebige andere Dinge, Unfall und so weiter, dass das bis in die Zelle reingeht und dann eben mitverantwortlich sein kann, wenn dann mehrere Monate später so eine Krankheit dann diagnostiziert wird. Absolut, da hat ja Hammer und viele andere darüber geschrieben. Da brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber die Frage ist ja wirklich die, was kann jeder Einzelne von uns nun tun, dass wir nicht in diese Falle hineingeraten, nicht? Dass wir jetzt auch da wieder, also wir müssen natürlich unser Gehirn, jeder von uns hat ja diese Substanz ja da zwischen den Ohren bekommen. Den sollten wir wirklich mal in Betrieb nehmen. Also wie ist das? Also da kommen unzählige, also alle paar Wochen, alle paar Monate kommt hier eine Patientin, auch in Deutschland immer dasselbe, die dann am Donnerstag, Freitag kommt sie zum Doktor, da wird ein Mammogramm gemacht, also sie haben Krebs. So. Ja. Und dann sagt der Doktor, ja, ich habe schon für Montag für Sie einen OP-Termin gemacht. Nein. Jetzt hat die Frau vielleicht jahrelang, 5 Jahre, 10 Jahre, hat die da nun den Tumor, der ist halt gewachsen und gewachsen. Und jetzt innerhalb von ein paar Tagen, das heißt, der Schock, wie Sie richtig sagen, das ist ein Schockzustand. Und in dem Schockzustand, den muss man schnell ausnutzen. Gleich operieren, gleich Chemotherapie machen, dass die Leute, dann habe ich schon das nächste Opfer an der Angel, verstehen Sie? Ja, das ist ja ein Riesengeschäft, was dahinter steckt. Also es glaubt man nicht, was da für Milliarden verschoben werden an Medikamenten. Also so ein Krebspatient, da kann man mal locker 70.000 Euro im Jahr für Medikamente und Co. da. Also Herr Pfaffrath, da muss ich Sie mal gleich korrigieren. Also in Amerika ist jetzt gerade bei Prostatakrebs, da gab es ein Standardmedikament, das kostete $20.000 pro Monat. Jetzt okay, ich habe also untertrieben. Ja, ein neues Medikament, das ist also jetzt zugelassen worden, erst vor 2 Jahren. Das hat keine Verbesserung der Lebensqualität, keine Verbesserung der Überlebenswahrscheinlichkeit, überhaupt kein Vorteil. Der einzige Unterschied ist, dass es nicht 20.000, sondern $65.000 pro Monat kostet. Ist ja auch klar. Was wollen Sie denn da Ihren Angehörigen da was hinterlassen? Lassen Sie es doch lieber bei mir. Verstehen Sie? Also ich habe jetzt gerade darüber gelacht, aber eigentlich ist es ja genau das Gegenteil. Eigentlich ist es ja zum Weinen, wenn man sich das anhört. Deswegen, ich sage ja, das ist ein... Also ich schreibe ja gerade mein neues Buch vielleicht. Am 1. Mai kommt das neue Buch, gerade über Spiritualität, was wir jetzt noch besprechen. Genau. Raus und da muss ich sagen, da kommen einige sehr, sehr deutliche Worte. Eigentlich, also vielleicht nochmal ganz allgemein gesprochen. Die ganze Welt ist genau 180 Grad umgekehrt. Das steht im Propheten Jesaja Kapitel 30 auch nicht. Lüge wird zur Wahrheit, Wahrheit wird zur Lüge. Kennen Sie ja nicht an George Orwell, da am Wahrheitsministerium, da stand ja auch nicht. Krieg ist Frieden, Unwissenheit ist Stärke. Das ist also praktisch alles umgekehrt. Schauen wir uns mal die Medizin an. Ja, wir haben ja uns alle hinein hypnotisieren lassen, dass wir glauben, die sind dafür da, um den Menschen zu helfen. Nein, ich muss meine Pfründe sichern, ich muss das nächste Haus bauen. Alles andere ist unwichtig. Und genauso wie die Medizin die Gesundheit zerstört, ist es auch auf anderen Ebenen. Sie sehen das zum Beispiel im Bereich der Juristerei. Die Rechtsprechung zerstört das Recht. Der Staat zerstört die Freiheit. Die Religionen zerstören die wahre Spiritualität. Ist alles genau auf den Kopf gestellt. Und solange wir das nicht begriffen haben, solange wir noch der wahnhaften Vorstellung anhängen, dass wir sagen, naja, die Medizin, die ist dafür da, mir zu helfen. Ich meine, das sieht ja auch gut aus. Ich werde mir vielleicht auch noch einen weißen Kittel kaufen und vielleicht ein Stethoskop umhängen. Das sieht dann schon sehr seriös aus, ja. Solange wir dieser wahnhaften Vorstellung anhängen, sind wir verloren. Und das geht schon mit der Impfung los, verstehen Sie? Oh ja. Hochspannend, hat mir unheimlich gefallen. Vor einigen Tagen kam aus Amerika die Meldung, die haben ja da in Illinois, also Chicago, da haben die jetzt auch die Impfgesetze geändert. Da muss man dann Donald Trump mal ein großes Kompliment machen. Dass eben, also die haben ja Impfpflichtzwang. Und die haben den jetzt mal versuchsweise aufgehoben für die für die Masern-Mumps-Impfung. Ja. Die war jetzt freiwillig. Und da haben 72% der Bevölkerung von Illinois haben nicht von der Impfung Gebrauch gemacht.
Es ist natürlich die richtige Panik, weil die doch immer dachten, ja, die Impfung ist doch gut. Nein, das haben alle, immer mehr Menschen merken ja diese Schweinerei. Impfungen sind dafür da, um sozusagen die Pfahlwurzel der Gesundheit der Menschen, und wann will ich damit anfangen? Am besten im Kindesalter, wird abgeschnitten. Das heißt, sie sind schon ein Sicherknecht. Und dann kommen sie schon in die Maschine und deswegen unbedingt anfangen selber, informieren Sie sich. Man kann den Leuten sagen, und zum ersten Mal, und deswegen bin ich auch so gegen die Mediziner, wir haben alles tausendfach im Internet. Da gibt es nicht nur Pornobildchen, da gibt es auch ganz vernünftige Informationen. Keiner hat mehr die Entschuldigung, am wenigsten die sogenannten Therapeuten, wenn wir das alles, was ich heute hier erzählt habe, wenn die das nicht wissen. Ja, so sieht es aus, und ich finde auch, finde es gut, dass Sie es mal mit Nachdruck hier so sagen, aber das Interview hier soll ja auch mit dazu beitragen, dass ja noch mehr Leute darüber erfahren, noch mehr Menschen darüber erfahren, weil es einfach noch viel zu wenige wissen, weil einfach ein viel zu großer Industriezweig dahinter steckt, weil einfach viel zu viel Geld damit verdient wird, und wie Sie genau sagen, das Interesse ist nicht die Gesundheit, das Interesse ist, den Patienten in der Schwebe zu halten, möglichst von früh an die Grundlage zu legen und wieder schön permanent daran verdienen können. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen noch ein bisschen über Spiritualität reden. Also was mir auf jeden Fall auffällt, dass Sie sehr viele Bibelzitate auswendig können. Ja. Was ist denn so Ihre Sicht der Dinge? Sie haben der Spiritualität ja eine vierte Säule spendiert sozusagen. Ja, absolut. Ja, also wenn ich gleich Sie da unterbrechen darf. Also jetzt wird es wirklich spannend. Und zwar ist es so, wir haben jetzt über gesunde Ernährung gesprochen und was wir alles so machen müssen, entgiften. Das hat also vor 40 Jahren, als ich anfing, wunderbar funktioniert. Die haben ein, zwei Wochen Rohkost gegessen, da waren die Leute gesund. Jetzt in den letzten Jahren wurde das immer schwieriger, da musste der Darm kommen. Und jetzt in den letzten 10 Jahren habe ich beobachtet, gibt es immer mehr Therapieversager. Therapieversager bedeutet, die machen alles ganz perfekt, Darmsanierung und Entgiftung und Ernährungsumstellung, aber es geht nicht richtig vorwärts. Und was ich da glaube, beobachtet zu haben, und darüber schreibe ich jetzt auch in dem neuen Buch, das ist die grundsätzliche Überlegung. Wir sind ja spirituelle Wesen, die jetzt momentan in diesem Taucheranzug hier vor sich hin leben, aber wir sind hierher gekommen, um eine geistige Erfahrung zu machen. So, und jetzt wird es spannend. Wir fasten äußerlich. Wir passen auf die Ernährung für unseren Körper auf. Nicht? Wir duschen uns und wir kleiden uns anständig und so. Aber was ist mit unserer Seele? Und da habe ich beobachtet, die meisten Menschen sind heute vor allem einmal durch diesen, das hat ja schon 1938 angefangen mit der Erfindung des Fernsehens. Das war ja übrigens Phil Farnsborough, müssen Sie mal gucken. Das war ein Amerikaner. 1938 hat er den Fernseher erfunden. Der hat seiner Familie verboten, fernzugucken. Und er hat auch gesagt, diesen wunderbaren Satz, geben Sie mir die Macht über das Fernsehen, dann kann ich die ganze amerikanische Nation manipulieren. Einer seiner Sätze. Ja. Und genau dasselbe ist jetzt, also dass wir uns total vergiften, verkleben lassen von dem verdammten Fernseher. Und jetzt ist ja noch das verdammte Smartphone oder eher Dumbphone dazugekommen, dass wir dauernd über die Augen manipuliert werden. Und da habe ich ein schönes Bildchen, das ist jetzt auch hier hinten irgendwo abgebildet. Ja, hier dieses Bild, das zeige ich Ihnen einfach mal. Ja. Das ist in Spanisch, aber es macht nichts, man kann es auch trotzdem verstehen. Und zwar das Wort interessant. Also interessant ist ja, also Interesse, das kennen wir ja nicht, das Interesse ist ein lateinisches Wort, das heißt dazwischen sein. Interesse. Mhm. Original, dazwischen sein. Und das Wort interessant, das ist auch lateinisch, das sogenannte Partizip Präsens, dazwischen seiend. Das ist original Latein, okay? So, und jetzt gucken wir uns mal dieses Bild an. Also hier haben wir die Erdoberfläche und da sind wir. Da oben die Sonne, das soll symbolisieren Gott. Und das wird ja jeder von uns schon gemerkt haben, wie so eine Art heimlicher Gummizug, wie so ein Gummiband, was uns nach oben zum Göttlichen zieht. Nicht das ewig Weibliche zieht uns hinan, ist der Schlussvers da von Goethes Faust. So. Und jetzt kommt in unserem Bewusstsein irgendetwas interessant. Oh, das ist aber interessant. Ja. Dann wird etwas zwischen uns und Gott aufgebaut, nämlich eine Wolke. Und das ist doch jedem von uns schon mal passiert, dass wir uns am Nachmittag da irgendwie gucken wir da im Internet und da gibt es so viele schöne Filmchen, Sie kennen das ja nicht. Nur 3 Minuten, aber also der Film ist aber wirklich wichtig. Der wichtigste Film von 2019, müsst ihr unbedingt angucken.
So, und dann gucken wir das an und dies und jenes, haben viele neue, schöne, interessante Informationen. Und dann gehen wir ins Bett und dann haben wir so ein komisches Gefühl, irgendwie so unbefriedigt. Das ist genau die bösartige Wirkung. Also das, was wir gerade suchen über das Interessante, hindert uns gerade an unserem Ziel. Also es ist nicht das Akkumulieren von immer mehr Wissen und diese Außenbezogenheit, sondern eben die Verinnerlichung, nach innen gehen, Meditation, Gebet, Abgeschiedenheit, Schweigen, Stille. Das ist die Losung zur Erlösung. Und das kann ich jetzt zum Abschluss wirklich nur jedem intensiv ans Herz legen. Denken Sie, natürlich ist es für viele von uns, die werden jetzt geschockt sein, wenn sie sagen, ja, mein schönes Smartphone und so. Ich kann Ihnen wirklich nur sagen, wenn Gesundheitsprobleme da sein sollten und die sind chronifiziert. Also ich habe ja nur so eine Schrottpraxis, kann man sagen. Die kommen mit so einem dicken Leitsordner, tausende von Befunden. Wenn das für irgendjemanden von unseren Zuschauern gilt, kann ich Ihnen wirklich sagen, sparen Sie sich das Geld für die nächsten Untersuchungen bei den nächsten Spezialisten. Das wird alles nichts bringen. Machen Sie es nicht so, wie, da gibt es doch diese wunderschöne Anekdote da von dem Trunkenbold, der da um die Laterne schleicht und da auf dem Fußboden was sucht. Ja? Und da kommt ein Polizist vorbei und sagt, ja, guter Mann, was suchen Sie da? Ja, meine Autoschlüssel. Und da hilft der Polizist, ihn natürlich zu suchen und dann finden Sie sich, da sagt er, guter Mann, sind Sie sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben? Nein, da hinten, aber da ist so dunkel. Ja. Suchen Sie bitte an der richtigen Stelle, kann man Ihnen nur bitten. Genau, suchen Sie an der richtigen Stelle. Und dazu haben wir heute einen Lichtblick von Ihnen bekommen. Und dafür sage ich schon mal vielen Dank. Dankeschön für Ihre wertvolle Arbeit, dass Sie uns da heute einen Lichtblick hineingegeben haben. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit diesem Interview sehr viele Menschen erreichen und dass es dazu beiträgt, ja, einen anderen Blickwinkel auf die Diagnose Krebs zu werfen. Und letztlich ist es so, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, was für mich, was für jeden selbst wahr ist und was nicht und welchen Weg wir gehen möchten. Ja, und deshalb wünsche ich jedem, der sich jetzt dieses Video hier anschaut, dass er den notwendigen Mut hat, seinem eigenen Herz und seiner eigenen Intuition zu folgen. In diesem Sinne nochmal ein herzliches Dankeschön an Sie und wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen hoch oder teile das Video, damit möglichst viele Menschen genau davon hören. Dankeschön nochmal an Sie, Herr Dr. Probst. Danke, Herr Pfaffrath. Alles Gute für alle. Für Sie auch.